Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Antigua-Saxophone. Mir geht es bei Auftritten sehr oft so, dass die Leute nach dem Auftritt kommen und sagen, super Sound, was hast du da eigentlich für ein Saxophon? Es fällt natürlich auf durch das besondere Brass-Finish. Und wenn ich dann erzähle, Antigua, kennen die meisten Leute die Firma noch nicht. Antigua ist eine Firma aus Taiwan, eine der ältesten Saxophonhersteller aus Taiwan und bekannt für extrem hochwertige Saxophone, professionelle Saxophone. Und da viele von euch die Marke noch nicht kennen, möchte ich sie euch mal vorstellen. Und zwar werde ich in diesem Video die ganze Range der Saxophone von Antigua vorstellen, vom Sopransaxophon bis zum Barysaxophon. Ich finde sie alle gut, ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt und lasst mich wissen, wie euch der Sound der Saxophone gefällt. Wir fangen an mit dem Altosaxophon, das ich am meisten spiele, das Antigua Modell 25, und ich spiele einen Klassiker fürs Altosaxophon, Take 5. Sehr voller Sound, finde ich, spricht sehr gut an und man kann das Saxophon trotzdem, auch wenn man will, mal schreien lassen. Als nächstes würde ich euch gerne das Sopransaxophon vorstellen von Antigua. Auch hier gibt es wieder verschiedene Modellreihen. Das ist die mittlere Reihe, das 4290er Modell, und hier mal in der schwarzen Version mit goldenen Klappen. Es gibt bei Antigua unglaublich viele verschiedene Finishe, die auch verschieden klingen. Wir haben ein extra Video dazu gemacht. Probiert die verschiedenen Finishe aus. Das ist jetzt das 4290er mit wechselbarem Hals auch. Ich habe den leicht abgewinkelten Hals, der ist mir am liebsten. Der gerade Hals ist auch mit dabei, klingt auch schon wieder anders. Ich spiele für euch An Englishman in New York von Sting. Als nächstes möchte ich euch das Tenorsaxophon von Antigua zeigen. Hier wieder das Model 25, weil ich das jetzt schon seit Jahren spiele. Aber auch die anderen Models, Pro One und alles, sind wunderbar. Ich spiele euch ein kleines Stück von den Dire Straits, im Original gespielt von Michael Brecker, auf der Brothers in Arm Platte. Kleine Melodie davon. So, als nächstes möchte ich euch das Baritonsaxophon vorstellen von Antigua, das wirklich ganz hervorragend ist. Es hat einen total fetten Sound und es geht unglaublich los. Und obwohl ich kein Baritonsaxophonspieler bin, eigentlich macht es tierisch Spaß, mit Tief A mal so richtig Gas zu geben. Das Tolle an diesem Baritonsaxophon und eigentlich an allen Antigua-Saxophonen ist, dass sie durch den vollen Sound, den sie haben, ganz viele Möglichkeiten eröffnen, den Sound auch zu verändern. Also ich kann nicht nur richtig reinhonken in dieses Barihorn, sondern ich kann auch ganz fein spielen vom Sound her, wie zum Beispiel Jerry Mulligan bei Bernie's Tune.
So, jetzt haben wir alle vier verschiedenen Saxophontypen hier ausprobiert, hier beim Session. Und ich würde euch raten, kommt selber vorbei, probiert die Saxophone aus. Es gibt hier eine riesige Auswahl an verschiedenen Modellen von Antigua, an verschiedenen Lackierungen und Ausführungen. Und das muss man wirklich selber ausprobieren vor Ort. Und hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Modelle auf einmal hintereinander zu spielen, um rauszufinden, welches für euch am besten passt. Ich bin mir sicher, ihr werdet eins finden, was für euch passt. Und ich bin sehr gespannt über eure Meinung zu den Antigua-Saxophonen und freue mich auf euer Feedback in der Kommentarleiste.